Was ist, wenn ich dir sage, dass du mit künstlicher Intelligenz und einem einfachen Tool selbst in der Lage bist, hochqualitative Buchcover erstellen zu können, ohne grafische Vorerfahrung? Und genau diese Thematik schauen wir uns heute gemeinsam an. Ich zeige dir, wie du perfekte Buchcover erstellen kannst, wo man wirklich keinen Unterschied zu einem professionellen Grafikdesigner sieht. Und am Ende des Videos zeige ich dir einen ultimativen Geheimtrick, wie du Vorlagen von künstlicher Intelligenz in ein einwandfreies Buchcover umsetzen kannst, ohne Hunderte von Euros ausgeben zu müssen. Natürlich ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz an keinem von uns vorbeigegangen. Erst hatten wir die Revolution mit ChatGPT, danach kam die Software von Midjourney, die wirklich den grafischen Markt einmal umgedreht hat und Bilder in Qualitäten erstellt hat, wo sich kein Mensch zu träumen gewagt hat, dass sowas mit künstlicher Intelligenz möglich sein kann. Der ganze Markt ist aktuell sehr, sehr spannend, sehr, sehr flexibel und im Wandel und gefühlt kommen täglich neue Informationen über neue Einsatzmöglichkeiten von KIs. Natürlich haben die Entwickler von OpenAI, die ChatGPT entwickelt haben, nicht geschlafen und eine eigene KI entwickelt, die Bilder herstellen kann. Diese KI heißt DALL-E 3 und soll Midjourney Konkurrenz machen. Nicht nur in der Qualität, sondern auch von der Benutzeroberfläche. Ich habe mir das ganze Thema angeschaut und bin wirklich vom Stuhl gefallen, als ich die Ergebnisse gesehen habe. Ich habe mir dann gedacht, kann man DALL-E 3 oder auch KIs wie Midjourney zur Entwicklung von Buchcovern nutzen? Und wenn ja, auf was muss ich genau achten? Und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wie du sehen kannst, befinde ich mich bei OpenAI in GPT-4 und hier habe ich die Möglichkeit, einmal mit dem Chatbot ChatGPT zu kommunizieren und es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass man die KI DALL-E 3 auswählen kann. Und hier haben wir schon den ersten Vorteil. Vielleicht hast du dich schon mal an Midjourney gewagt. Ja, wir alle wissen, dass Midjourney extrem krasse Bilder stellen kann, aber ich tue mich zum Beispiel sehr, sehr schwer, mit Midjourney zu kommunizieren. Ich muss jedes Mal einen neuen Prompt eintragen, der etwas Neues beschreibt. Ich kann nicht auf alt erstellte Bilder eingehen und Midjourney sagen, dass es ein ähnliches Bild erstellen soll. Ich weiß, dass es geht, aber es ist sehr, sehr umständlich. Mit DALL-E 3 haben wir die Möglichkeit, dass wir quasi direkt mit einem Messenger-Bot kommunizieren können und ihm auch sagen können, wenn uns etwas gefällt oder nicht, dass er basierend auf einem erstellten Bild Änderungen vornehmen soll. Und das hat für mich wirklich einen krassen Vorteil, weil wir dann immer sagen können, DALL-E 3, schau mal her, du hast jetzt gerade ein Bild erstellt, was sehr, sehr gut aussieht. Allerdings möchte ich die und die Elemente geändert haben. Und so kannst du wirklich konstant mit dem Chatbot interagieren und dadurch eröffnen sich Möglichkeiten, die wir so mit Midjourney beispielsweise nicht haben. Um jetzt auf das Thema Buchcover zurückzukommen, zeige ich dir mal die Anwendungsmöglichkeiten und ich bin mir sicher, dass du von den Socken gehauen wirst, welche Ergebnisse DALL-E 3 uns liefern kann. Als erstes nehmen wir passend zur aktuellen Zeit das Thema Halloween. Natürlich ist das Thema Halloween auch auf Amazon sehr, sehr präsent. Hier kann man verschiedenste Bücher umsetzen, zum Beispiel Malbücher, Kinderbücher, gruselige Geschichten oder auch witzige Buchkonzepte umsetzen, die es so noch nicht gibt. Und genau mit dieser Idee starten wir in GPT-4 und lassen DALL-E 3 für uns ein Halloween-Malbuchcover erstellen. Hierzu geben wir einfach DALL-E 3 die Anweisung, dass es uns dieses Buchcover erstellen soll mit einem Prompt. Hier könnt ihr wirklich grob sein oder auch sehr fein sein, je nachdem, was euch im Kopf herumschwirrt, was ihr für Ideen habt. Ich sage dem Chatbot jetzt ganz simpel, dass ich ein Halloween-Malbuch erstellen möchte und DALL-E 3 soll mir zu dieser Thematik ein illustriertes Buchcover erstellen. Wir sehen, ich habe sehr, sehr wenig Informationen gegeben. Ich habe nichts zur Schriftart gesagt. Ich habe nichts zur Gestaltung gesagt. Ich habe nichts zu Farben gesagt. Und trotzdem wirst du gleich sehen, in welcher Qualität DALL-E 3 uns Buchcover entwerfen kann. Du siehst, DALL-E 3 hat uns jetzt vier verschiedene Entwürfe bereitgestellt.
mit verschiedenen Themen, Farben, Schriftarten. Die große Schwäche aktuell dieser KI ist die Schrift bzw. nicht die Schriftart, sondern was die KI genau schreibt. Denn 50-80% wird der Titel des Buches etc. nicht korrekt geschrieben sein. Aber hier komme ich zu meinem absoluten Geheimtipp, den ich am Ende des Videos noch genauer zeige, denn das spielt mit einem einfachen Tool überhaupt keine Rolle. Trotzdem sehen wir schon, dass die ersten beiden Bilder korrekt geschrieben sind und hier habt ihr schon Inspirationen, die euch die KI liefern kann, die ihr so mit eurer nicht so kreativen Ader bestimmt niemals so selbst erstellt hätten können. Was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt in Bild Nummer 2 ist dieses leicht gekurfte Element mit dem Wort Halloween, darunter das Wort Malbuch und hier diese kleinen Effekte. Außerdem sind die Grafiken extrem gut, extrem passend zu Halloween und hier hätten wir schon ein Bild, was wir genau so als Buchcover verwenden können. Auch gefällt mir das Buchcover Nummer 1 sehr, sehr gut. Auch hier beides richtig geschrieben. Allerdings ist es mir für ein Buchcover etwas zu düster und hier hätte ich gern mehr Farben. Und jetzt können wir DALL-E 3 einfach die Anweisung geben, benutze Bild Nummer 1, aber passe die Farben entsprechend an, zum Beispiel Orange, Schwarz, Grau, solche Dinge. Und hier der klare Vorteil von DALL-E 3, wir können ihm mit einfachen Sätzen sagen, was wir möchten, ohne ein komplett neues Prompt erstellen zu müssen. Wir sagen einfach Bild Nummer 1, also links oben, gefällt mir sehr, sehr gut, aber mach die und die Anpassung. Und schon sehen wir, ja, das Bild sieht minimal anders aus, allerdings, wenn man das mal vergleicht mit der Vorlage von oben, die Elemente etc. sind schon extrem ähnlich und DALL-E 3 hat jetzt die Änderungswünsche, die ich hatte, ganz einfach angewendet und hat mir ein einwandfreies Bild erstellt, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass euer Grafikdesigner das nicht viel besser hinbekommen wird und ihr schon erst recht nicht. Wenn ihr natürlich trotzdem einen Grafikdesigner engagieren möchtet, bietet euch DALL-E 3 bzw. künstliche Intelligenz die Möglichkeit, eurem Grafikdesigner Ideen gleich mitzugeben und ihm zu sagen, hey, schau mal, ich möchte mein Buchcover genau in diesem Stil, allerdings nicht mit dieser Überschrift oder mit der Schriftart, sondern mit dieser Schriftart. Und dann kann der Designer ganz arg einfach die Sachen kombinieren und mit relativ wenig Aufwand ein einwandfreies Buchcover stellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, damit ihr sehen könnt, was mit künstlicher Intelligenz wirklich möglich ist. Natürlich nach dem großen Thema Halloween kommt das nächste große Thema Weihnachten. Auch hier bleiben wir im Bereich Malbücher und lassen die künstliche Intelligenz einfach mal ein Weihnachtsmalbuch erstellen. Und ich würde sagen, wir geben ihm noch ein kleines Add-on, indem wir sagen, dass auf dem Cover ein süßes Rentier sein soll. Ich habe jetzt geschrieben, dass wir ein Malbuch für Weihnachten erstellen möchten. Es sollen weihnachtliche Farben verwendet werden und die Elemente sollen natürlich illustriert sein. Ganz arg wichtig, ein Rentier soll quasi das Hauptelement bilden. Und wie du sehen kannst, hat DALL-E 3 aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job gemacht. Gerade Bild Nummer 2 und Bild Nummer 3 wirkt sehr, sehr gut. Wir haben hier sogar die richtige Schreibweise. Hier haben wir noch eine falsche Schreibweise und es ist ein bisschen geschnitten. Allerdings die Elemente sind sehr, sehr gut illustriert. Auch im Hintergrund ist mit den Sternen und diese ganz feinen weißen Punkte sieht wirklich gut aus. Auch die Schrift, die hier gewählt wurde, passt perfekt zum Cover. Auch hier Nummer 2, ihr seht, ja, das würdet ihr so mit Canva nicht hinbekommen. Auch diese kleinen Schneeelemente, die Hintergrundfarben, sehr, sehr farbenfroh, süß gestaltet und gerade passend für Kinder zur Weihnachtszeit. Und so könnt ihr wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach gute Buchcover, Vorlagen erstellen lassen, die ihr entweder selber nutzt oder an den Designer weiterleitet und sagt, schau mal her, in diesem Stil möchte ich mein Buch. Gerade für Low- und No-Content-Bücher oder Medium-Content-Bücher, wo ihr sowieso nicht so viel Budget ausgeben solltet oder müsst, lohnt es sich wirklich auf KI zurückzugreifen. Um ein letztes Beispiel kreieren zu können, gehen wir etwas in der Zeit voraus.
in Richtung Ostern und lassen uns jetzt einfach mal ein Ostermalbuch erstellen mit einem süßen illustrierten Hasen auf dem Cover. Außerdem gebe ich Dolly 3 jetzt noch die Zusatzinformation, dass es daran denken soll, dass das Malbuch für Kinder ausgerichtet ist. Das heißt zum Beispiel, so eine Illustration oder so eine Illustration ist für Kinder eher unpassend. Ja, die brauchen was Einfaches, Süßes, was schön anzuschauen ist. Und auch hier sehen wir wieder, dass Dolly 3 einen wirklich sehr, sehr guten Job macht und passend zum Thema Ostern uns Malbuchcover erstellt mit Hasen, Ostereiern, eine frühsommerliche Zeit und bunten Farben. Allerdings sehen wir auch hier wieder, dass das Wort bzw. der Buchtitel oftmals falsch geschrieben ist. Nachdem wir uns nun angeschaut haben, wie man mit künstlicher Intelligenz Buchcover selber entwerfen kann, zeige ich dir, wie du jetzt auch diese Bilder für ein Buchcover anwenden kannst, um dann wirklich ein richtiges Buchcover zu erstellen. Relativ selbsterklärend ist, dass man entweder über diesen kleinen Button das Bild herunterladen kann oder wenn man auf das Bild heraufklickt, hat man hier nochmal die Möglichkeit, das Bild downzuladen. Natürlich solltet ihr euer Buchcover immer erst am Ende entwerfen, wenn das Buchmanuskript fertig ist. Weil dann wisst ihr, wie viele Seiten ihr habt und könnt den Amazon KDP Coverrechner benutzen. Hierzu gebt ihr in Google KDP Cover Template ein, klickt auf den Coverrechner und tragt jetzt alle buchrelevanten Informationen ein. Die Bindungsart: Taschenbuch. Inhaltstyp: Schwarz-Weiß. Papiertyp: Creme oder Weiß. Umblätterrichtung wird von links nach rechts sein. Und jetzt hier die Maßeinheit: meistens Zoll. Wir gucken, welches Buchformat wir auswählen, zum Beispiel 8,5 x 8,5. Wir haben 120 Seiten, klicken auf Enter, klicken auf Abmessungen berechnen und sehen hier unsere Vorlage, auf der wir quasi unser Buchcover platzieren können. Diese Vorlage laden wir uns einmal herunter und bekommen dafür eine PDF-Datei. Wie du sehen kannst, benutzen wir als nächstes Tool, wer hätte es gedacht, Canva. Weil in Canva kommt jetzt unser Geheimtipp zu tragen. Außerdem können wir hier direkt mit der Covervorlage unser Buchcover erstellen. Hierzu fügen wir die heruntergeladene Coverdatei, die PDF-Datei, per Drag and Drop in Canva. Und dann erstellt uns Canva quasi diese Vorlage, die wir für unser Buchcover nutzen können. Das ganze Thema sieht dann so aus und genau in diesen weißen Bereichen könnt ihr euer Cover platzieren und darin könnt ihr arbeiten. Ihr könnt auch die ganzen Elemente hier, ihr seht es, einfach rauslöschen und dann habt ihr wirklich Platz, um euer Cover zu bearbeiten. So sieht quasi das leere Cover aus und jetzt laden wir alle Bilder hoch, die wir vorher durch Dolly 3 generieren lassen haben und gedownloadet haben. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Ostermalbuch gemeinsam an. Das ist das Bild, was uns Dolly 3 generiert hat. Hier können wir das Bild bis an die Ecken hochziehen und vergrößern. Und ihr seht schon, dass die Qualität des Buches nahezu identisch gut bleibt und eigentlich habt ihr jetzt schon das perfekte Buchcover für eure Vorderseite. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Hättet ihr selber mit Canva oder anderen Toolen solche Buchcover jemals hinbekommen? Ich glaube nicht. Und jetzt kommen wir noch zu meinem absoluten Geheimtipp, den ich erst vor einigen Tagen entdeckt habe. Ja, wir sehen, dass Dolly 3 sehr, sehr gute Bilder machen kann oder auch andere künstliche Intelligenzen. Aber wir haben immer noch das Problem mit den falsch geschriebenen Überschriften. Und hier hat Canva jetzt ein Tool erstellt, was genau auf diese Thematik abzielt. Wenn wir auf ein Bild draufklicken, können wir dieses Bild, dieses Foto bearbeiten. Und hier gibt es jetzt ein sogenanntes Magic Studio, was noch in der Beta-Phase ist und ihr seht, es ist sehr, sehr neu. Und hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr aus einem Bild
einen Text extrahieren, also ausschneiden können. Genau das machen wir jetzt mal. Was dann passiert, ist wirklich Magic. Und wie ihr sehen könnt, was hat dieses Magic Switch gemacht? Es hat die Schrift von dem KI-generierten Bild entfernt und ihr könnt die Schrift jetzt einfach wegziehen, löschen und habt dann das perfekte Buchcover ohne Schrift und könnt hier ganz, ganz einfach jetzt eure eigene Schrift aufmachen. Dann fügt ihr einfach ein paar richtig geile Effekte hinzu. Ihr macht das ganze Thema irgendwie ein bisschen bunt, dass es zu den Farben passt. Und schon habt ihr quasi selber die Möglichkeit, eine Überschrift, ein Titel, ein Untertitel auf das KI-generierte eure Meinung zu diesem Thema, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo auf dem Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Erstellen deiner eigenen Buchcover und wir sehen uns im nächsten Video wieder, euer Matthias.